letzten Text. Das war die vorletzte Mundartkolumne in der Saarbrücker Zeitung. Vergiss mein nicht, super Pforte. Wie sie hat man etwas vergessen. Etwas, was man nicht gern vergessen wollt. Oder viel schlimmer, etwas, was man ohne Strafe nicht vergessen durft. Am ehesten passiert das beim Eckhafen. Dann, wenn man vergessen hat, sich alles genau aufzuschreiben, was man von oben gesagt hat, was man unbedingt mitbringen soll. Oder wenn man den Eckhafszettel komplett daheim leihe gelost, einfach vergessen hat. Wo warst du nochmal mit deinen Gedanken? Kannst du dir dann überhaupt nicht mehr merken? Schön finde ich die Reklame im Fernsehen, geh nicht vergessen. Wo die Frau ihrem Mann, wie der von der Eckhafstour heimkommt, so richtig hinnerlichtig ausfroht, oder auch alles mitbrat hat, was sie ihm aufgetragen hat. Vor allem, ob er an sein Gedächtnistruppen, vergiss mein nicht, Pforte, gedenkt hat. Das betrippste Gesicht, was der dort drauf mischt, ist so schön. Aber noch schöner ist sein Triumph, wenn er sein vergiss mein nicht Packung wie König aus der Eckhafstasche zählt. Medizin hilft. Davor ist sie auch da, sagt die Reklame. Wie gesagt, man kann ja nur etwas vergessen. Es sollte aber nicht so oft vorkommen. Sonst ist man gleich ein Alzheimer oder ein Dementer und gehört sonst wohin. Es kommt aber auch darauf an, wer in welcher Position etwas vergisst oder vergessen hat. Und was? Us Politiker halten ja so große Stücke auf sich selber. Die aus dem Saarland halten sich zum Beispiel für systemrelevant, sind besonders fleißig und kompetent und haben deswegen auch einen Diätenaufschlag verdient. Die sind gewissenhaft und vergessen so schnell nicht, schon gar nicht, wenn es um Millionen oder Milliarden aus dem Steuersäckel geht. Die passen da auf wie ein Luchs, dafür sind sie da, wie der Medizin. Oder vielleicht doch nicht. Wir haben doch auch so viel Technik, wo es helfen kann, wenn uns Gedächtnis uns mal im Stich lässt. Komisch. Dann sind auf einmal alle Daten, wer weiß wie, wer weiß von wem, gelöscht gehen. Einfach nicht mehr da. Der Mensch ist dement und das digitale System auch. Nur die Millionen und Milliarden, wo vergessen sind, sind irgendwo, nur nicht hey. Was mischt man mit so einer Politiker, wo kein Gedächtnis haben, wo alles vergessen haben, was sie mal versprochen und worauf sie im Eid geschworen? Sollte man sie bei der nächsten Wahl nicht auch einfach vergessen? Oder sollte man ihnen wenigstens Schachtel vergiss mein nicht super Pforte schicken? So, das war's.